eine Zahl. Es ist verdächtig, sage ich euch. Stefan Luca. Ach, der ist jetzt auch hier. Und wo wird meine Leiche liegen? Hoffentlich nirgendwo checken. Ja? Was für eine Schande! Na, ja, schon doof, ne? Komm, irgendwas. Immer treu. Ja. Sagen sie alle. Blitz getötet. Auch nicht gerade schön. Soll auch nicht schön sein, Schicken. Sie Depp. Ja, die habe ich schon durchsucht. Nicht wirklich römische Zahlen. Es war ja eigentlich von drei Stelen die Rede. Oder muss ich mit den vier Zahlen irgendwie... Als würde ich eine Rechenaufgabe stellen. Dreizehn minus acht wäre fünf. Und plus eins hätten wir sechs. Aber was mache ich denn mit der drei? Ach, Luana, warum bist du abgehauen? Das bringt nichts. Zu kryptisch. Fahrt es darum bis Ende folgen. Spaziergang machen, wenn ich nicht weiter weiß. Oh. Formen die sechs auf der Uhr? Da brauche ich sechs Zahlen. Würde ich die anderen herkriegen? Kann ich auch nicht wieder mitnehmen. Ich hätte jetzt eigentlich vermutet, dass wir in die Berge fahren.
Anscheinend nicht. Scheiße, man muss sich einen Grabstein suchen. Kann ich mit der Wünschelrute eigentlich noch mehr aufspüren? Oder war das jetzt wirklich nur für den Kelch? Können wir ja mal kontrollieren. Das eigentlich immer noch? Nee, wahrscheinlich, weil der Kelch weg ist. Nichts, nichts, nichts. Vielleicht haben wir da oben eine geheime Wasserquelle. War im Kelch überhaupt ein bisschen Wasser drin? Sodass wir ihn finden konnten? Ich kann da nicht durch mit der Wünschelrute in der Hand. Och, warum lässt du die Tür auch nicht offen? Ich will nicht. Ich würde gern da mal hochgehen. Wir müssen die Kapelle angucken. Kann natürlich auch sein, dass wir die Wünschelrute noch haben, weil wir sie zu einem späteren Zeitpunkt wieder brauchen werden. Wo könnte ich noch nach Grabsteinen suchen? Hast du eine Idee? Lionel! Ja, der Erwachsene wollen die mit mir reden. Oder kann ich jetzt vielleicht jemanden wieder anrufen? Ohne stündliche Wartezeit. Fast. Nicht zu euphorisch sein. Nummer bitte. Hier wird auf jeden Fall nicht gesagt, so und so viel Wartezeit. Also können wir wieder telefonieren. Nee, nee, nee. Dass der auch nicht zu Hause ist. Was machen die den ganzen Tag in Rom? Kurheim Grüne Ruhe, guten Tag. Könnte ich bitte Vater Gregorio sprechen? Hier spricht Vater Arno Moriani. Er fühlt sich nicht wohl. Der Arzt möchte, dass er auf seinem Zimmer bleibt. Und ich will ihn lieber nicht stören. In Ordnung, ich will ihn auf keinen Fall anstrengen. Sehr nachsichtig von euch, Vater. Auf Wiederhören. Also ich möchte ihn schon anstrengen. Ich brauche eine Idee, um weiterzukommen. Ja, deswegen rufst du die Polizei an. Hier spricht Inspektor Bruta. Guten Tag, ich bin Vater Arno Moriani. Glaubt mir, ihr habt hier nichts zu suchen. Dieses Land ist gefährlich für Außenseiter. Och, was ist, wenn ich jemanden hier heirate? Dann bin ich kein Außenseiter mehr, sondern Staatsbürger. Nummer bitte. Möchtest du da mit mir sprechen? Da. Was machen die ganzen Leute den lieben langen Tag? Deine LPs gucken, checken. Nummer bitte.
Ja, und die ist ja tot. Wird mir kaum antworten. Sei denn, jemand hat sich jetzt in ihre Wohnung geschlichen. Ich glaube, das auch keiner. Vater. Ja, wird der Brief denn jetzt abgeschickt? Das ist der Postausgang. Wenn ich da reingeschmissen habe, wer, wenn nicht? Dann stecke ich dir die Bombe in den Hals. Wie nett. Kann ich noch mehr Post aus meinem Zimmer nehmen? Vielleicht die anderen Zimmer untersuchen? Und hier noch irgendwas? Der gefälschte Ausweis! Wieso gefälscht? Das ist ein richtiger Name. Hans Beckermann. Heißt denn heutzutage Hans? Dort ist immer noch Dienstag. Chicken, hier drin wirst du wohl kaum einen Grabstein finden. Weiß nicht, kann ja sein. Verdammtes Kreuz. Nee. Und das waren schon alles Unterlagen, die wir schon gelesen haben. Irgendwas übersehe ich. Irgendwas Neues in der Apotheke? Außer, dass der Strom immer noch aus ist. Finde ich immer noch nichts. Hier alles in Ordnung. Ja, in Ordnung kann man das nicht nennen. Kannst du wieder ein bisschen Feuer reinwerfen, ne? Weshalb? Ich frag mich mal, was wir mit diesem Rahmen machen können. Moment, war er gerade? Das sah so aus, als würde dort oben irgendwas hervorkommen, wenn ich die Tür aufmache. Oder habe ich gerade wieder irgendwelche Einbildungen gehabt? Warum liegen hier so viele Federn? Weil draußen Tauben sind, Schicken. Er ist leer. Er ist leer. Hier ist nichts drin. Hier ist nichts drin. Hier ist nichts drin. Ja, und wir kommen wieder aufgefüllt. Hier ist nichts drin. Er ist leer. Er ist leer. Er ist leer. Hier ist nichts drin. Hier ist nichts drin. Hier ist nichts drin. Ich frage mich, warum der Sack mitgenommen wurde. Er ist leer. Hier ist nichts drin. Stimmt, ist das Rätsel sowieso vollkommen offensichtlich und ich habe mal wieder keine Ahnung. Das ist doch überzogen. Egal. Ich möchte mich nochmal überall genau umgucken. Falls man das so nennen kann. Ne, Föhrchen? Verrückte
totes Weib! Kümmert euch um euren eigenen Kram, oder ich zerschmettere euren Kopf! Suchen Sie im Papierkorb? Wieso Papierkorb? Alte Kleider gehen an den Nähten kaputt. Keine Ahnung, was mit Papierkorb gemeint ist. Herkunft sortieren? Nach Markierung sortieren? Oder kann ich da Dinge reinwerfen, die wir im Grunde abgeschlossen haben? Irgendwie. Markierung? Jo, von Vlade Vista? Alte Kleider gehen an den Nähten kaputt. Ich sperre euch hier ein. Dann habt ihr Zeit, es euch zu überlegen. Möchtest du einen Stock haben, um dir ein Nest zu bauen? Ich glaube, der will noch nicht. Felsen sind Teil des Weges. Naja. Oder muss ich das andere Licht... Dass ich das nicht mitnehmen kann? Lass es doch nicht hier liegen. Das ist doch so ein großer Beweis, falls hier irgendwelche Leute kommen. Ich hatte jetzt eigentlich gehofft, dass wir mit Luana dorthin fahren, aber die ist ja ohne mich abgehauen. Verräter. Traitor. Imposter. Nee, 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 nee. Oh, wo konnte man denn noch suchen? Eigentlich keine Stele. Das muss sicherlich im Themengebiet sein. Das hat irgendwas damit zu tun, dass wir das umdrehen können. Ich würde die anderen auch gerne umdrehen. Kann ich die ausgraben? Och, ich habe meine Schaufel nicht mehr. Muss halt damit graben checken. Der erste und der dritte. Lese ich die Zahl da hinten auch richtig? Ja, das Haus 5, 6, 7, 8. Das ist definitiv 8.
Wenn das nicht 13 Nummern wären, könnte ich ja... Wenn ich mir mal eine richtige Uhr nehme. Ja, gut, dass ich eine Aufnahmeuhr neben mir stehen habe. Und immer die gegenüberliegenden Zahlen. Von 1 wäre es 7, von 3 wäre es 9. Von 8 wäre es 2. 13 gibt es dann nicht. Ist das auch die 1? Aber mit der Uhr wird es wohl kaum sein. Habe ich eigentlich schon versucht, das rückwärts zu machen? Theoretisch kann ich ja so viele eindrücken, wie ich will. Oder muss ich das so machen, dass die Zahlen, die genannt sind, nicht reingedrückt werden dürfen, sondern der Rest muss reingedrückt sein. Dass die Zahlen, die ausgewählt sind... Das wäre ein bisschen komisch, um so einen Mechanismus zu aktivieren. Wenn alle anderen Zahlen einfach drin sind. Nee. Ich brauche schon die richtigen Zahlen. Irgendwas übersehe ich. Ja, die Rückseite von den Dingern. Ich würde da gerne hintergucken, aber darf ich nicht. Darf ich nicht. Bibel, hilf mir. Ende und Seite. Das Tor ist klein und der Weg, der ins Leben führt, ist schmal und nur wenige finden ihn. Ja, nicht so hilfreich. Ich habe viel böses Geflüster gehört. Überall um mich herum herrscht Schrecken. Einer beschuldigt mich und alle anderen schließen sich an. Erst waren sie mir friedlich gesinnt, jetzt warten sie auf meinen Fall, aber der Herr steht mir bei. Wie ein mächtiger Held und mein Verfolger werden scheitern. Heimlich wurde mir eine Nachricht überbracht und mein Ohr hat ein Flüstern davon wahrgenommen. Ich meine dieses Flüstern. Der böse Mann wetzt seine Klinge, er zieht seinen Bogen und zielt. Na, das war Irina. Wieso krieg ich diese Tipps? Die sind nutzlos. Das ist wahrscheinlich mit die Bombe gemeint? Sendet euer Licht und eure Wahrheit. Sie soll mich zu eurem heiligen Berg führen. Der Böse spioniert den Rechenschaffenden aus und versucht ihn zu töten. Und ein Stein. Ach, keine Ahnung. Ehrlich gesagt, die Bibel ist auch nicht wirklich hilfreich. Ich hätte gern die Option, hinter diesen Stelen zu gucken. Das darf ich anscheinend nicht. Ja, Chicken, was machst du? Holst du dir wieder einen Tipp? Aus Komplettlösung muss ich ja wahrscheinlich. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich für jede Session einen Tipp im Walkthrough nachgucken muss, weil ich nicht weiterkomme. Mindestens die Hälfte des Spiels musste ich schon nachgucken, habe ich irgendwie das Gefühl. Vielleicht sogar noch mehr. Ah. Naja. Aber ich muss sagen, wir sehen uns in der nächsten Aufnahme. Es war schon wieder mal keine freie Nacht. Ist ja auch langweilig, wenn es nicht weitergeht. Also muss checken wohl oder übel. Kleine Hilfestellungen in Anspruch nehmen. Ich will schon 20 Folgen gucken, wo nichts passiert. Außerdem gibt es ja hier auch ein paar Dinge in der Session, die ich allein geschafft habe. Also von daher. Ja, aber es bleiben eher immer die negativen Aspekte in Erinnerung.
Das ist wie wenn du 100 Leute hast, 99 machen die Komplimente und einer, der gibt dir Hasskommentare und an den einen wird man sich immer erinnern. Nicht an die Komplimente, nee, nee, nee. Naja. Dann hoffentlich beim nächsten Mal mit der Lösung. Also bis dahin, ciao.